Erst einmal ist das, glaube ich, eine unglaubliche Chance, dass wir ja auf dem Tonhof sind, mitten auf dem Land. Da passieren einfach ganz magische Sachen und die sind deswegen so magisch, weil die so real sind, weil wir einfach da sind, wo es spielt. Du hast dich, soweit ich mich erinnern kann, zum ersten Mal in deinem Leben vor mir erschrocken, bist zurückgewichen. Wir stecken eigentlich alle in so einem tiefen Loch. Zum tiefen Loch des Schweigens. Sex und Kruzifix und Sex. Abstellen, das soll zu schreiben aufhören. Dieses Ich im Text kommt aus der Opferrolle kaum raus. Und so verhärten sich natürlich die Fronten auch total. Sehr präsent ist die Mame, sprich die Mutter von Josef Winkler. Eine Bäuerin, wie man weiß, die dieser ganzen Situation dann doch auch hilflos gegenübersteht. Ich kann nichts dafür! Ich kann nichts dafür! Man kann nicht anders. Man muss immer wieder in die Worttretmühle und mit Worten versuchen, das Thema zu bearbeiten oder den Schmerz oder das, was einen umtreibt. Oder hast du dich gar geschämt? Und wenn, wofür, frage ich mich, denn du doch oft gesagt hast, Mauthausen haben sich zu früh zugesperrt. Mauthausen haben sich viel zu früh zugesperrt. Ja, und Hitler hätte doppelt so viele Juden umbringen sollen. Ich glaube, deswegen ist es ihm nicht nur ein persönliches Anliegen, das Verdrängte auszugraben, sondern auch ein gesellschaftliches.